Herzlich willkommen zu meinem 17. Video aus der Reihe Scratch Kara, und hier geht es dann um das Speichern und Öffnen von Karas Welt oder Karas Bühne, je nachdem wie man es bezeichnen will. Du weißt ja, dass hier Kara eine Bühne hat, in der er lebt, eine Welt, in der er lebt, und diese Bühne kann man dann eben verspeichern, muss also nicht jedes Mal hier dann die Baumstümpfe reinziehen, die Kleeblätter, die Pilze und so weiter. Man kann sie dann speichern und dann dementsprechend auch wieder öffnen. Das geht hier dann im Menü Bühne. Hier kann man mit Speichern unter dann diese Bühne speichern. Im vorgehenden Video habe ich schon darauf hingewiesen, dass Scratch Kara da keine Dateinamenerweiterungen automatisch vorgibt. Ich habe mir angewohnt, hier dann immer .world dann zu ergänzen. Das kannst du aber ganz frei natürlich dann auch die dann aussuchen. Eine weitere praktische Möglichkeit, um deine Programme dann auch zu dokumentieren, das zu zeigen, was du da gemacht hast, das ist, wenn man hier diese Welt dann als Grafik speichert, kann man dann zum Beispiel in Textverarbeitung oder Präsentationsprogrammen hier einbinden. Und da gibt es dann wieder zwei Möglichkeiten, als im BNG-Format und im GIF-Format deine Grafiken dementsprechend dann zu speichern. Nochmals der Hinweis, Scratch Kara verwendet hier keine vorgegebenen Teilnahmenerweiterungen, also ich habe hier eben .world mir dann eben ausgesucht, da kannst du dir nicht selber auch etwas aussuchen, was du möchtest.